So, hallo Leute, Sekunde. Sonst sage ich immer Moment, diesmal habe ich mal schon ein paar Sekunden gesagt. Also jetzt wird es meine kurze Einleitung. Was ich hier mache, ist klar, der Titel sagt es bereits, Let's Play Secret of Mana. Ich spiele natürlich nicht den, wie sagt man, den Reboot-Kram, also hier 3D, tralala, und die Figuren quatschen japanisch und irgendwo werden deutsche Texte, wenn überhaupt, eingeblendet. Ich weiß es gar nicht, vielleicht werden englische eingeblendet. Ich kenne es nur von Let's Play-Videos. Ich habe es nie besessen, das Spiel, also hier die moderne Version davon. Ich rede von dem Klassiker, unter anderem auch für Super Nintendo, soweit ich weiß. Vielleicht sogar ausschließlich für Super Nintendo, was damals 1994 erschienen ist, also das Original. Moment, das geht mir auf den Sack, wenn die die ganze Zeit rumzappeln, während ich hier rede. Ja, was ist jetzt los? Versagen laufen die aber mit mir mit ein Stückchen. Ah, ich kann auch aus der Tür gehen. Das ist ja eigentlich wurscht, also ich habe ohnehin jetzt gerade keinen Ton. Ich bleibe mal hier neben der Wache stehen. Hier, mal sehen, nicht, dass wir da irgendwelche Menschen hier durchs Bild rennen, aber wenn, dann ist auch wurscht. Ich mache jetzt die eigentliche Mana-Festung. Ich habe aber gesehen, wo ich jetzt gerade die Mondfestung, das letzte Video, was jetzt hochgeladen wird, was jetzt vor dem veröffentlicht wird, wo ich dann doch endlich fertig war. Also ich hätte mir eigentlich sparen können, das mit der Orbschalter zu machen. Ich hätte es auch nachträglich machen können, da wäre es aber halt noch mehr gewesen, also was ich dann hätte hochladen müssen. So habe ich es halt in einem Aufwasch gemacht. Dafür ist es halt ziemlich groß damit da geworden. Ich muss nochmal, bevor ich zur Mondfestung jetzt fliege und da anfange dann zu kämpfen. Ich werde es entweder so timen, dass ich in der Mana-Festung die beiden ersten Endgegner mache und dann wieder rausgehe und zwischenspeichere. Vielleicht mache ich auch die drei, also den vorletzten vom eigentlichen Hauptendgegner hier vor Mana Drachen. Und gehe dann aber trotzdem, also die kurz raus. Das ist das Problem, da kann man das Wunderteil nicht benutzen, das funktioniert dann nicht. Man muss dann den kompletten Weg in der Festung wieder zurück, aber so weit ist es eigentlich gar nicht. Also im Unterschied zu eben hier, Dämonenfestung, mit mehreren Enttäuschen und so einem Quark. Da gibt es dann weniger Stellen, wo man hängen bleiben kann. In der Regel tritt man nur auf irgendwelche Taster, also teleportiert sich von einer Ebene oder von einem Raum in den anderen. Und dann halt entweder den Mana-Drachen als letztes Video. Das wäre dann in dem Fall das jetzt, was jetzt hochgeladen wird, Video Nummer 9 ist. Das hier wird Video Nummer 10. Das andere wird Video Nummer 11. Also das letzte Video dann vom fertigen Let's Play. Also wenn dann alles erledigt ist. Und ein, wo ich alles angekündigt habe, wie ich es ursprünglich machen wollte. Also insgesamt wären es in der Playlist 12, wenn ich richtig, ja. Ja, sicher. Also 11 eigentliche Let's Plays. Das 12. ist halt die Vorankündigung. Das ist A, meine größte Playlist und man hat es ja gesehen, also wie lange es teilweise in Anspruch nimmt. Dafür ist das Spiel ja bekannt, dass es ziemlich aufwendig ist. Es hätte noch viel aufwendiger sein können. Jetzt habe ich doch eine längere Einleitung gemacht. Normalerweise habe ich vorhin gesagt, das wird nur eine kurze Einleitung. Also da wäre es noch mehr geworden, wenn das Spiel so rausgekommen wäre, wie es ursprünglich geplant war. Warum, wieso, weshalb habe ich da erklärt. Vielleicht erkläre ich es dann nochmal hier in diesem Video irgendwann mittendrin. Ich kann aber jetzt, wie gesagt, also soll angeblich laut Spielerberater hier laut Komplettlösung, soll ich nicht gleich zur Mana-Festung fliegen, ich soll nochmal da landen, wo ich jetzt eben aufgehört hatte, hier Dämonenfestung. Soll nochmal gute Aufrüstung umkaufen beim Wucherkater. Soll nochmal irgendwo mit Leuten quatschen und dann wahrscheinlich hin. Vorher muss ich schon eh noch zu diesem Nebelvulkan, das meine ich hier. Jetzt läuft wieder so ein Beppo hier ins Bild. Ich gehe mal hier ein Stück woanders hin. Hoffentlich läuft da hinten nicht wieder so ein Beppo ins Bild. Ich versuche es mal so zu machen, dass die drei Figuren hintereinander oder nebeneinander stehen. Jetzt läuft der Beppo da bei der Woche wieder im Bild rum. Ja, ist egal. Hier, man sieht es ja hier, der alte Sack da unten. Jetzt geht er wieder ins Bild raus. Jetzt kommt er wieder ins Bild rein. Ach, wie gern würde ich hier Zivilisten töten? Ist halt bis auf diesen Fährmann eigentlich nicht möglich gewesen. Moment, ich gehe mal hoch in die zweite Etage. Hier laufen ja auch Menschen rum, oder? Nee, heute mal nicht.
Ja, doch, da laufen auch Menschen rum. Ja, gut, da laufen keine rum, die stehen da drüben, da hier der König und seine Tochter wahrscheinlich. Also ich fliege jetzt nochmal zurück zur Dämonenfestung, kaufe Ausrüstung beim Wucherkater, rede mit allen Leuten, dann muss ich eh noch Klappe zu diesem Nebelvulkan. Ich glaube, da läuft schon wieder der nächste durchs Feld, als ob sie es wüssten. Ihr Vögel. Und dann kommt halt, wie gesagt, die Mainer-Festung. Jetzt kommt er wieder ins Bild reingelöscht. Ja, schlimmer wäre es wie bei Postel, wenn sie hier noch laufen und ständig schreien würden, also Geräusche machen würden. Hier ist halt nur die Umgebung, also die Musik, die etwas nervt, wenn man was zu erzählen hat. Also die schreien ja zumindest nicht, das Spiel ist ja mehr, wie sagt man, textlastig. Hier wird ja weniger geredet, also eigentlich gar nicht. Hier muss man halt alles lesen, die Texte. Lauf mir doch einfach nicht ins Bild, du Klabu. Was soll die Scheiße? Ich will hier ein ganz normales Standbild haben, was dann auch eventuell ein schönes Vorschaubild ergibt. Ja, da läuft die nächste im Bild rum. Zwei. Ja, machen wir hier. Also erst nochmal zur Dämonenfestung. Ausrüstung kaufen, also hier Klamottenschutz. Ich dachte hier in Goldstadt gibt es den besten Schutz im Wald jetzt bei dieser Dämonenfestung. Bei dem Wucherkader ist halt dementsprechend teurer, kann mir ja wurscht sein. Dann zum Nebelvulkan. Und dann wieder die eigentliche Mainer-Festung. Und da, wie gesagt, entweder drei Endgegner sind es insgesamt. Und dann kommt der Hauptendgegner, also der Mainer-Drache. Entweder mache ich zwei Endgegner und gehe wieder raus und speichere dazwischen. Und mache dann den vorletzten Endgegner, also Tantalus. Hier den Oberbösewicht und halt den eigentlichen Mainer-Drachen mache ich ja das letzte Video. Okay. Tut mir leid, ist doch eine längere Einleitung geworden. Irgendwie gefällt mir der Hintergrund nicht so richtig. Also hier, ich habe es ja erklärt, hier habe ich die Komplettlösung offen, hier stand es ja auch hier. Also das haben wir alles gemacht, also jetzt im letzten, was jetzt dann zu sehen sein wird. Hier steht es ja, also Lande am Baumpalast, erst mit Victor reden, dann Barafi, also beim Wucherkater, rechts vom Palast, das beste Rüstzeug kaufen. Armwetter kann man zur Not weglassen, weil in der Regel, genau wie hier in der Dämonenfestung, tun die in der Mainer-Festung die Gegner immer wieder was hinterlassen, also wenn man sie bekämpft hat, wenn man sie besiegt hat. Das brauche ich halt nicht, also hier Heilwasser, Lebenswasser, Wellness und so weiter. Ich tue ja halt Tricksen. Und dann halt Nebelvulkan. Da kommen nämlich auch nochmal, wie sagt man, Endgegner und dann erst kommt die eigentliche Mainer-Festung. Also vielleicht mache ich doch so. Die Mainer-Festung ein separates Video wird hier, genau hier, ich muss einen Drachenwurm noch besiegen, ich muss einen Schneedrachen noch besiegen, ich muss das Sonnenküken besiegen, ich muss einen Lavadrachen besiegen, ich muss einen Donnermusant besiegen, ich muss einen Donnerdrachen besiegen. Ja, also könnte sogar sein, ja, hier, also dann erst beginnt die eigentliche Mainer-Festung. Es könnte möglich sein, dass ich sogar mehr als jetzt mit diesem. Also was ich jetzt gerade mache, das sogar mehr als zwei Videos wären. Das ist insgesamt, naja, wird sich herausstellen. Ich in Stimmung bin, wie gesagt, ich habe heute Nacht, also hier, ich mache es gerade nachts. Ich dachte, das sind weniger Störgeräusche, keinen Anruf und so weiter. Dachte ich halt, ich mache es lieber nachts. Wenn weniger Störgeräusche sind, also hier kein Bohren, Nachbar, der bohrt oder so. Ich habe ja Nachbarn hier, ich wohne ja nicht komplett alleine. Aber das eine hat schon wieder eine Stunde 15, glaube ich, in Anspruch genommen und jetzt habe ich bei dem anderen über 4 Stunden, also bis ich dann
trotzdem wahrscheinlich doch zu viel, also so wie es mir eigentlich ursprünglich vorgenommen hatte. Ich habe ganz vergessen, dass hier noch Endgegner jetzt kommen vor der eigentlichen meiner Festung. Ja gut, also ich fliege erstmal wieder hin und mache das hier, also was ich jetzt gerade erzählt hatte. Da wollte ich nicht hin, ich wollte zu diesem Korallenriff da, also ehemals Korallenriff. Auch nicht. Hier ist dieser Nebelbekorn, also wo wir dann auch hin müssen. Ja. Deswegen ist nämlich halt der Wald, genau. Ja. Hier im Moment bei mir sieht man besser. Der Waldgebiet hier. Ja. Und das ist nämlich dieselbe Scheiße wie dieser Vierjahreszeitenwald, der da auch im Spiel dafür bekannt ist, dass er ein bisschen blöd ist, also verzwickt, verzwackt. Es hält lange auf, hat ja bei mir lange aufgehalten. Hier muss man jetzt auch wieder irgendwie durch die vielen verschiedenen Waldgebiete und dann halt diese Endgegner, die ich gerade vorgelesen hatte, hier im Spielapparator hier in der Komplettlösung nach und nach killen. Also man hat sich hier eine bestimmte Reihenfolge zu halten. Das tut dann auch wieder Zeit in Anspruch nehmen. Habe ich gar nicht mehr daran gedacht. Ich dachte, jetzt geht es von hier unmittelbar weiter hier zu meiner Festung. Wie gesagt, ich kenne das Spiel in der Auswendigkeit, keine Ahnung, wie oft ich es damals auf Konsole durch hatte, aber im Laufe der Jahre, man spielt es ja nicht jeden Tag. Einiges vergisst man ja doch wieder. Und da muss ich dann auch hin, wo ich jetzt gerade drüber spiele. Aber jetzt erstmal nochmal zu dem Geröllenriff, wenn ich es jetzt finde. Ich hoffe, es dauert nicht ewig, bis ich es finde. Ehemals Korallenriff. Nö, nee, das ist es nicht. Also hier, das ist Eis-Gegend hier. Sieht halt so ähnlich aus dann oben. Das haben wir so ähnlich aus. Jetzt sieht so ohnehin anders aus. Nein, das wird doch dieser Nebelvulkan da. Wird doch diese Eis geben, dass er irgendwie, ich muss mal eine andere Richtung nehmen. Das lebe ich ja 10-mal über dieselbe Scheiße drüber und nicht da, wo ich wirklich hin möchte. Das gibt's aber nicht. Ja, jetzt bin ich richtig. Welt mal ein bisschen in die Nähe. Das ist ungefähr, wenn ich jetzt tiefer gehe, fast schon drüber bin. Ja. Ja, man muss halt mal gucken hier, der Drache landet nicht überall jetzt. Also hier ist Victor, mit denen soll ich nochmal quatschen. Ja. Und irgendwo hier rechts hat der Spielerberater, also die Komplettlösung gesagt, rechts davon ist der Drache. Der hohe Kater. War ich der Meinung, der sitzt hier irgendwo an der Wand, also hier. Ah, da ist er. Wie gesagt, Geld kann mir ja egal sein, also hier, wenn er gute Sachen hat. Das Geld ist ja, genau, habe ich hier genug Honig gehabt. Das hat mir nämlich schon gefehlt hier. Jetzt habe ich das wieder auch gekauft. Ja, und hier waren halt die Fässer. Ich weiß nicht, warum die da weg waren, was ich erzählt hatte.
Problem ist, Moment, machst du einmal. Ja. Also wenn man nicht cheaten würde hier, Unsterblichkeit, Unbesiegbarkeit, tralala, während die Fässer hier, was man ohne Cheaten erreichen kann, die zieht man an, also das ist dann wie eine Tarnung, da ist dafür die Gegner unsichtbar. Das Problem ist, die gehen halt irgendwann mal kaputt. Man kann ja nur maximal 4 mitnehmen von jeder Sache. Also 4 Fässer in dem Fall, 3 Leute sind's. Hätte man also nur, wenn man allen 3 eine Fass anzieht. Ansonsten wäre es halt auch praktischer, wenn man selber die Figur der Spitze ist, also in dem Fall die Königin hier mit der Angriffsmagie, dass man nur deren Fass anzieht, also dass die zumindest getarnt ist. Wenn man halt allen 3 eins anziehen würde, hätte man dann noch 1 in Reserve. Und danach ist halt Ende, also Tarnung würde nicht ewig aufrechterhalten werden. Es sei denn, man zieht nur der Führungsfigur, der wichtigsten Figur 1 an oder halt nur den beiden Weibern. Dann hättest du noch 2 Fässer in Reserve. Gut, achso, ja. Achso, ja, doch, ich habe hier einen Ton weggemacht. Ich dachte eben, ich muss wieder hier Maus benutzen. Gut, was hat er für schöne Ausrüstung? Das war angeblich, also laut Spielberater, ja. Naja, nehme ich mal heute hin. Halt. Ja. Also wie in Goldstadt. Sowohl die Kopfverdeckung als auch die Panzer, als auch die Dinger können alle 3 drauf. Speichere ich doch noch mal, bevor ich jetzt in die Bibliothek kriege. Sekunde. Ja, ich mache es halt ohne Ton. Die Prozedur ist ja bekannt. Also immer die jeweilige Figur auswählen. Dann hier Kleid auswählen. Das haben sie bisher getragen. Das hat 66 Schutz. Das hat 140. Naja, also klar. Also nehmen wir natürlich. Das haben wir bisher getragen. 35 Schutz. Das hat 90. Und das hat 139 und das hat 240. Ja, und jetzt selber beim Jungen, selber beim Mädchen. Den anderen Rotz kann ich die Wucherkarte gleich zurückverkaufen, aber wenn ich irgendwo jetzt speichere, hätte ich es aber anders zurückverkaufen können. Also hier meine Klamotten, die bisher getragen worden sind. Da gibt es eine Mülltonne, ich kann sie auch wegschmeißen. Nur warum denn? Auch wenn es, wie gesagt, für mich nicht so wichtig ist mit dem Geld, also ich habe ja mein Geld künstlich manipuliert. Ich sehe es trotzdem nicht ein, dass ich die Klamotten wegwerfe. Ich tue sie immer einfach zurückverkaufen. Das nimmt halt immer Zeit in Anspruch. Also so soll man es eigentlich machen, wenn man nicht betrügt, also nicht mit Cheat spielt, Unsterblichkeit, tralala. Dass man immer die höchste Schutzausrüstung kauft und den Leuten anzieht und das alte kann man wieder verkaufen. Also ich war eigentlich der Meinung, in Goldstadt hier, Goldfestung, Goldinsel, gibt es die beste Ausrüstung, aber in Wahrheit war es bei ihm hier, also jetzt. Und dann, wie gesagt, genau wie hier, in der Dämonenfestung haben Gegner Sachen verloren, die, dachte ich, besser waren als meine, in Wahrheit waren sie aber nicht besser. In der Meinungfestung ist es auch so. Und da gibt es auch dieses sogenannte Rubin-Diadem, also das große Mysterium, was mit Secret of Mana zu tun hat, was nur sie hier tragen kann, die Blonde. Man findet es auch, da gibt es einen Raum mit Terminatoren, 3 Stück glaube ich, die kann man immer wieder bekämpfen, also rausgehen, reingehen, sind sie wieder da. Man könnte das tagelang machen, also man weiß nie, wann es gibt, also wann sie es fallen lassen. Es gibt aber Videos im Internet, wo es Leute gezeigt haben, da haben sie es hingekriegt. Ich habe einen Schluck getrunken, damit die Stimme ein bisschen besser gehört ist. Nein, jetzt habe ich keine Kippen mehr, ne, ich mache mal mit den beiden Kippen, während ich weiterrede. Also dieses sogenannte Rubin-Diadem existiert. Das kann aber nur hier, wie gesagt, die Prinzessin hier, das Mädchen tragen. Und die macht, muss ich jetzt gucken, hier kleine bei den Armbändern, Sekunde. Mit der bin ich ja eh fertig, gell? Ja. Hier, also hier die höchste Schutzausrüstung hier, also Handschuh. Hätte 90 gemacht und Sekunde, Kopfbedeckung.
also damals laut Papierspieleberater, also Bücher, die man noch kaufen und lesen musste. Also da war ja nicht Internet wie heute üblich. Der hätte 140 gemacht, also angenommen hier stattdessen, statt dem Drachenhelm, statt dem Dornhelm, das Rubin-Diadem, das hätte er angeblich 245 Schutz gemacht. Das gab es aber nur, oder gibt es nur, wenn es klappen sollte. Ich glaube nicht, dass ich es hier hinkriegen würde, das wäre ja geil, wenn es hier bei mir auch im Video zu sehen wäre. Das gibt es nur bei den drei Terminatoren in der Mainer-Festung. Da weiß man halt nie, wann es fallen gelassen wird oder ob es klappt. Das kann ausschließlich hier die Blonde hier tragen und das wird ja halt 245 Schutz geben. Das war damals im Spielerberater abgedruckt und deswegen war es also ein Mysterium. Da war er noch nicht bekannt damals, 94. Sekunde, ich gucke nochmal nach bei der. Das habe ich ja gemacht, das habe ich gemacht. Also jetzt noch die Kobold, jetzt noch der Junge. Das war ja damals das große Mysterium, da war ja nicht wie heute Internet üblich, dass irgendwelche Sachen da bekannt geworden sind. Weil Nintendo ursprünglich vorhatte mit diesem Spiel, dass sie seine Module abschaffen, dass sie dann hier ein CD-ROM-Laufwerk benutzen, dass das Spiel hier für CD-ROM eigentlich entwickelt worden ist. Also da wäre es viel größer, viel umfassender gewesen. Teilweise deuten ja jene Fragmente darauf hin im Spiel, auf die ich schon eingegangen bin, die ich schon gezeigt habe. Und genauso ist es mit der Rubin-Diadem. Das haben sich dann Leute jahrelang totgesucht. Irgendwann hat sich halt rausgestellt, also wo es zu finden ist, da bei den Terminatoren oder meiner Festung. Angeblich soll er auch nochmal in der meiner Festung vorkommen, also zum Speichern. Dass man theoretisch nicht mal raus müsste und müsste speichern. Wenn man nicht sicher ist, schafft man alle Endgegner. Dass man nicht immer wieder den ganzen Weg zurück muss, dass man bei ihm zwischenspeichert hier und eventuell neue Ausrüstung kauft. Ich kann mich erinnern, ich habe ihn auch schon entdeckt hier, also hier in der meiner Festung. Dass ich bei dem immer wieder gespeichert habe. Jetzt verkaufe ich ein altes Zeug wieder zurück. Also hier, jetzt habe ich halt das richtige Zeug angezogen. Hier sieht man es ja. Das tragen sie alle das gleiche. Halt, Dings habe ich noch vergessen hier. Stahlpanzer für ihn hier, also Dornpanzer. Ja, ist aber blöd, wenn man nebenbei redet. Ja, also Helm tragen sie alle korrekt. Dings tragen sie alle korrekt. Armband tragen sie alle korrekt. Das sind halt solche, wie sagt man, Mysterien, die sich damals gebildet haben, wo das nicht bekannt war. Habe ich auch erklärt, also eigentlich war das Spiel für CD-ROM geplant. So, die Nintendo hat ein CD-ROM-Laufwerk für die Super Nintendo-Konsole entwickeln wollen und wollte von Modulen abgehen. Dann haben sie sich das anders überlegt. Sie haben ein Geschäft gemacht, eine Kooperation gemacht mit Sony. Sony hat das CD-ROM-Laufwerk entwickelt. Das Geschäft ist geplatzt, was hat Sony gemacht? Mittlerweile ist es bekannt, daraus ist die PlayStation geworden. Die PlayStation 1. Sony hat vorher nicht im Videospiel Konsolengeschäft mitgemischt. Seitdem haben sie dann natürlich nicht nur mitgemischt, sondern haben Nintendo auch übertrumpft, also vom marktführenden Platz vertrieben. Schlecht für das Spiel, weil es wie gesagt eigentlich hätte viel schöner sein können. Musste halt alles dann für Modul wieder zusammengeschrumpft, zusammengestaucht werden. Dadurch sind solche Fragmente übrig geblieben. Und das Rubin-Diadem ist eins davon. Das war halt damals alles nicht bekannt. 94, da war Internet noch Zukunftsmusik. Da hat man nur irgendwie gerüchteweise mal von solchen Sachen erfahren. Ist halt so. Jetzt verkaufe ich den Kram wieder zurück, was ich jetzt mich umgezogen habe. Hier also die üblichen alten Ringe her. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass wir also sehen hier. Hier macht man automatisch aber eins, was schon jemand trägt, dass man nicht automatisch wieder eins verkauft, was jemand bereits trägt, dass die dann schutzfest sind.
Gut. So soll es sein hier. Also hier ist alles korrekt hier. Hier ist alles korrekt. Hier ist alles korrekt. Kann sein, ich habe gerade unterricht geredet, habe gerade die Zigarette im Mund. Ich muss ja hier beide Hände an der Tastatur haben. Also hier mit Emulator. Ich könnte ein G-Pad benutzen, aber es ist auch möglich, nur mit einer Tastatur zu spielen. So. Gut, also ich kann aber wegfliegen, Bob. Ich werde aber jetzt als folgende gut nochmal speichern, bevor ich jetzt zur Vulkaninsel fliege, hier neben Vulkan. Ich sag's gleich, Moment. Muss ich damit doch hinten nur speichern, am liebsten. Ja, das liebe ich immer. Erst finde ich das Ding nicht gleich und jetzt finde ich das andere, wo ich jetzt eigentlich hin möchte, nicht so. Da würde halt eine Weltkarte weiterhelfen, aber auch nur, wenn man hier guckt, die Himmelsrichtung auch mit sich orientieren kann. Ansonsten kann man da mit der Weltkarte auch nicht unbedingt so viel mehr anfangen. Ah, hier. Goldstadt, Goldfest und Goldinsel. Hier wollte ich hin. Und zwar habe ich aus folgendem Grund jetzt nochmal vorgehabt, hier zu speichern. Hier hatte ich ja meine letzten Waffen-Orbs eingelöst, also bis auf die neuen Orbs, die ich jetzt nochmal erhalte, dann hier die nächsten Endgegner. Jetzt habe ich die beste Schutzausrüstung gekauft. Und natürlich möchte ich mit dieser Konfiguration jetzt erstmal eine sichere Speicherstelle haben. Und dann natürlich ohnehin, wenn dann die anderen Endgegner hier beim Nebelvulkan gemacht sind. Und dann erst in meiner Festung. Nimmt halt alles mehr Zeit in Anspruch, aber das war damals auf der Konsole auch nicht anders. Konnte man nicht mehr im Emulator jederzeit speichern, da musste man Speicherpunkte aufsuchen. Also hier bei dem Speicher ist jetzt. Fängen muss ich wie gesagt nicht, bin ja unsterblich. Ich bin ja gemacht als Spaß, also war gar nicht möglich. Ich habe es eben schon erwähnt, hier neben dem Coin, dasselbe wie für Jahreszeiten wollt. Ist ja da so eine Scheißstelle. Immer durch den Wald laufen, hier kleine Gegner bekämpfen, die sieht man schlecht, wird immer bei Bäumen versteckt. Und dann wieder irgendwelche Endgegner, aber wie gesagt, da macht mir keine Rüge. So, wie finde ich den jetzt auf die Schnelle wieder hier? Ah, ich glaube, ich habe ihn drin, ja. Also hat er nicht so viel Zeit in Anspruch genommen, wie ich glaube. Hier ist es sogar noch. Man sieht es bereits, also hier ist es sogar noch ein bisschen komischer gemacht hier, der Wald hier beim Nebelvulkan im Unterschied zu den Jahreszeitenwald. Hier verstecken sich die Gegner nicht nur wie sagt man, unter den Bäumen, dass man sie teilweise schlecht sieht. Ja, die fängt schon an, mit jemandem zu kämpfen. Sondern hier ist halt außenrum noch alles dunkel, also hier kann man noch schneller auf den betroffenen Ort kommen. Und natürlich kann manche von den Truhen auch ein Fake sein, ist klar. Hier gerade wenn sie vorher weglaufen. Sehe ich nicht, ob ich die Truhe habe, weil ich sie hier nicht erkenne. Ja, ich habe sie. Man hört das Schüttelgeräusch. Ja, das ist warme Falle. Ja, man erkennt sie. Also, sie ist nicht komplett sterblich, aber es fällt dann automatisch wieder auf 40 hier zurück, ihre Lebensanzeige.
Also die Truhe hat sie gerade mal kurz hart getroffen. Ja. Und da blöd was zu erkennen hier mit den ganzen Blätterlaubwerk hier. Wie man sieht, also deswegen nehme ich die Axt ja auch ganz gerne. Im Unterschied zum Schwert, mit dem Schwert kann man Kreuzen sowas weghacken und hier kann man halt die Kohlköpfe auch mit der Axt weghacken hier. Also sonst würde man hier gar nicht weiterkommen. Also ich nenne es Kohlköpfe, keine Ahnung, was es sind, Sträucher. Ja. Aufpassen, manchmal geht es ja hier weiter. Also hier im Durchgang hier, wenn ich jetzt hier reinlaufe, kann hier im Durchgang sein, gucke erst noch mit oben. Ja, hier gibt es sowohl da als da im Durchgang. Ich nehme erstmal hier den kurzen Durchgang, also den, was kleiner aussieht. Irgendwie, keine Ahnung, was das los war. Auch hier hat sich einer von denen wahrscheinlich versucht zu schützen. Ja, der hat mich gerade verzaubert. Ihr sollt mitkämpfen und nicht nur mit zuklotzen. Das weiß ich immer. Ich mache mir schon die Mühe und tue die Gegner für die anderen festhalten und in die Ecke drücken. Die klötzen mir zu, wie ich da alleine rumkämpfe. Aber man sieht es ja, also eigentlich sind die Gegner hier nicht so schwer, weil man hat ja die optimalen Waffen, die optimale Schutzausrüstung. Also so schwer ist es ja eigentlich gar nicht. Ich könnte mir die Kunden ersparen, also nur die Endgegner, aber die verlieren ja vielleicht gute Sachen. Deswegen mache ich die halt mit. Ich habe eine Zigarette ausgemacht, also der Spalt der hintere Bahn verpasst nur. Ihr sollt mitkämpfen. Was ich machen möchte. Normalerweise drücke ich hier einen Gegner in die Ecke. Gebe den ersten Schlag, dass er schon mal erstmal bewegungslos ist. Und dann versuche ich ihn festzuhalten und ihn wie sagt man, dass er wieder zu Kräften kommt, hintern und will eigentlich, dass die anderen beiden ihn killen. Und was machen sie? Stehen doof da und klotzen dazu, weil die halt die beiden von der KI gesteuert werden und dementsprechend die KI ist halt dumm. Egal, was man hier an Angriffslust einstellt hier, also. Wollte ich eh nochmal nachgucken, aber eigentlich müsste alles noch optimal sein. Kann es sein, es hat sich schon wieder erhöht hier. Hier verhalten. Ja, weil hier hat sich zum Beispiel wieder um 2 Punkte erhöht hier. Also sie ist forschen offensiv, aber hier 6, also statt 4. Die zwar jünger ist. Ja, also da ist alles gleich geblieben, trotzdem ist er feige, trotzdem ist er dämlich. Wie sieht es bei Mädchen aus? Ja, da war auch alles gut. Also, die waren optimal, wie ich sie haben will, angriffslustig, aggressiv, aber trotzdem, man hat gesehen, blöd, stehen daneben und klötzen. Man kann sie nicht so stark verlaufen wie in vier Jahreszeiten wollt, aber hier man sieht es ja, also man kommt da immer gerne durcheinander. Obwohl es eigentlich egal wäre mit der Reihenfolge, weil irgendwann trifft man automatisch auf ihren Gegner. Also man muss sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge unbedingt machen. Soweit mir bekannt ist, also eigentlich ist es egal, wenn man den Endgegner killt, ob man keine Ahnung, also. Die wahllos killt, also wie es gerade passiert, oder ob man eine Reihenfolge macht, hier wie es im Spieleberater Deutschland in der Komplettlösung.
Ich glaube, es ist eigentlich, die kann ich mir nicht sparen, weil hier sieht man ja durchgehend, ich gehe erstmal in die Höhle hier. Hier kommt der erste Endgegner. Eine Natter und damit wissen wir ja. Müssen wir kurz leiser machen wegen der Endgegnermusik. Hier wissen wir ja so dasselbe. Die Endgegner wiederholen sich ja eigentlich mehr oder weniger alle. Also fast jeder Endgegner kommt doppelt, bis auf den Mana Drachen und das Glatte kommt dreimal. Die eigentliche Natter hat keine Blitze gemacht und die wahrscheinlich ebenfalls nicht. Also hier ist eigentlich irgendwas wie Blitzschlag und so ideal. Machen wir wieder Blitzschläge. Ja, also ziemlich effektiv. Ja gut, einen Gegner, das könnte ich schaffen. Normalerweise mache ich es ja am liebsten. Dass ich den Gegner so lange mit Magie voll spamme, bis er gar nicht mehr dazu gekommen ist, sich effektiv zu werden. Das ist halt weniger unterhaltsam, aber wie gesagt, ich finde es lustig. Also den Gegner einfach vollknallen hier. Alles drauf. Ja, also ich hab's gar nicht erst irgendwo großartig zum Angriff kommen lassen. Einfach mit allem, was man hat, immer am besten auf den schwächsten Punkt und mit dem, was am besten wirkt, einfach drauf knallen. Also so, als ob ich mit einer Kanone auf ein Insekt schießen würde. Also es war übertrieben, aber wie gesagt, es macht halt auch mal Spaß. Wenn es feige und hinterhältig und fies ist, aber gerade das ist ja das, was Spaß macht. Deswegen habe ich jetzt unten die Gegner ausgelassen. Ich konnte mir denken, dass sie ja der erste Endgegner waren, also die kleineren hier. Hier überlege ich gerade, entweder geht es da oben weiter hier, wo hier der Igel Fritzi hier ist. Jetzt ist er wieder runter teleportiert oder es geht hier weiter hin. Ja, hier wissen wir ja, diesen schwer zu kriegen hier, also da nützen da keine Waffen, da braucht man eigentlich Magie. Und ich komme ohnehin, ich warte, wie es aussieht hier. Ach, hier, was war da wieder? Ja, jetzt muss ich hier mal die Weg machen, weil die wollen ja weiterhin die Kunden angreifen. Dann nehme ich das Armor, aber jetzt nehme ich mal auch kein Schiebe hier. Ein bisschen hochleveln meine Magie. Ja. Das war nicht optimal, die Waffe, also hier die Magie, aber ausreichend. Also ich muss hier nicht Angst haben, dass meine Magie knapp wird. Und so könnte ich sie halt hochpowern hier. Habe ich das nur gemacht, weil sonst meine anderen beiden hier mir nicht hinterhergelaufen wären. Die hätten jetzt die ganze Zeit ewig versucht, die zu bekämpfen. Mit Waffen hat man ja gesehen. Die wollten oder hier diese Geister keine Chance. Also entweder wirklich ignorieren. Da muss man halt die anderen beiden hier freigestellt, dass sie einem wirklich folgen.
Ansonsten ist man gezwungen, die mit Magie auszuschalten. Jetzt laufen die einmal nicht mehr hinterher. Aber hier geht es ohnehin nicht weiter, also ich hätte es wahrscheinlich sparen können, aber ich habe ja, wie gesagt, hier geht es wahrscheinlich weiter. Hier. Ich habe ja auch meine Magie dadurch hochgelevelt. Also, es ist nicht ganz umsonst, was ich hier gemacht habe. Für mich, aber hier geht es ohnehin nicht weiter. Also, wir haben wirklich nur die Magie hochgelevelt. Ja, ja, das scheint hier komplett erstmal eine Sackgasse für mich zu sein. Und da habe ich hier oben irgendwo die Durchgang gesehen. Da auch nicht. Ja. Ja, was soll's. Also, habe ich wirklich eine Magie jetzt ein bisschen gepowert. Hier weiter. Ja, hier auf der Drachen oder irgendwas ist kommen hier. Ja, links vom Wald, also von hier, wo ich stehe, jetzt nach links rüber. Moment. Machen wir noch eine Kippe, weil kann man ja denken. Ja. Habe ich auch erklärt, in der Regel sagen das schon die Namen von den Figuren, also von den Endgegnern hier, keine Ahnung, Donnerdrachen, Schneedrachen, Feuerdrachen, also immer das Gegenteil als Waffe, als Magie von dem, was die Endgegner verkörpern, also in dem Fall bei Schneedrachen halt irgendwas, was mit Feuermagie zu tun hat, bei Feuerdrachen irgendwas, was mit Kälte zu tun hat. Bei Donnerdrachen möglicherweise hier Schlammbombe, also Erdzauber. Wenn man sie hat hier, also die Koboldin, kann man ja wie gesagt Energiesog einsetzen, Magiesog einsetzen, kann man gleichzeitig auch sein Leben wieder auffrischen und kann den Gegner die Magie klauen, also dass man selber ohne zu tricksen seine Magie mal wieder aufgefrischt hat. Also das ist eigentlich auch ganz effektiv. Einfach hier, wie sagt man, Energiesog, also Lebensenergie rausziehen. Funktioniert fast bei allen Gegnern, es sei denn, die machen so einen Schutzzauber, da muss man vorher die erst mit so einer Zaubersperre belegen. Also entweder weiß man schon im Voraus, was die effektivste Gegenwaffe ist gegen die, oder man nimmt halt Universalwaffen und tut sie damit automatisch schwächen und sich selber, also in dem Fall hier die Koboldin auf Leveln hier Leben oder Magie. Also man kann ja eigentlich nicht viel falsch machen. Ich muss ja natürlich die Zigarette einstecken, jetzt, die ich mir gerade geschleppt habe. So, jetzt geht's weiter. Hier hätte ich halt zwischenspeichern können. Also man muss nicht immer im Wald verlassen, das mache ich natürlich. Ich habe ja schon einen Endgegner gerade besiegt. Könnte es wieder ausgegangen. Jetzt. Ja, wie heißt das hier? So, der ist noch gar nicht. Ah, ja. Guck nochmal kurz in, wie sagt man, Spieleberater. Drachenwurm hatte ich, Schneedrachen, also Schneedrachen habe ich ja eben gesagt, also Feuer, Magie. Thank you.
Ich hab's gesehen. Also. Man hat's ja gesehen, er hatte nicht einen einzigen Gegenangriff. Ich hab ihn sofort, wie ich reinkam, also ich wusste halt erst die richtige Waffe und musste nachgucken, wie er heißt. Ich hab sofort mit der richtigen Gegenwaffe, mit der Gegenattacke, habe ich ihn so lange behakt, bis er gar nicht, also. Ist halt weniger spannend, klar, aber macht halt auch Spaß. Andere spielen halt, wie gesagt, eher so, dass es eine Herausforderung ist. Ich spiele halt so am liebsten, also gar nicht erst dem Gegner eine Chance geben, klar mit allem, was man halt drauf. Und am besten halt immer, dass man so am besten wirkt, also am effektivsten wirkt, dann halt immer auf die schwächste Stelle. Tut mir leid, so ist halt meine Art, wie ich am liebsten spiele. Und auch wenn das nicht fair ist, aber so ist halt auch also im Realfall so, also Krieg. Fairness hat sich noch nie bezahlt gemacht. Jeden schmutzigen Trick anwenden. So kommst du am leichtesten hin zu deinem Ergebnis, was du anstrebst. Auch wenn es nicht unbedingt ernsthaft ist. Ich wüsste nicht irgendwo, wo Ehre schon mal einem großartig weitergeholfen hat. Also mit daraus, also hier geht es nicht weiter, da wurde er entgegnet. Na gut, ich brauche ja noch die Kunden hier. Naja, also war mit dem Trick hier. 40 ihr Leben runtergesprungen hier, also sterben kann sie nicht, aber mich nervt immer, wenn immer unten Lebensanzeige nur 40 steht. So, der ging so ohnehin nicht wahr. Wenn da bin ich gekommen, da bin ich rein. Ja, vielleicht komme ich jetzt hier weiter. Hier. Ja, genau, ich muss ja jetzt durchs Tor. Ich konnte eben noch nicht durchs Tor, bevor ich den Schneebrauch nicht besiegt habe. Nur kurz, wie der nächste heißt hier. Dass ich dann nicht erst nachgucken muss, wenn es soweit ist. Der nächste ist der Sonnenkicken, also da ist auch klar irgendwas, was mit Eis zu tun hat. Und der nächste ist Lava-Drachen, also auch irgendwas. Hier Sonnenkicken, Lava Drachen, irgendwas, was mit Eis zu tun hat. Also ich weiß schon, welche Waffe, welche Magie. Also jetzt brauche ich zweimal nicht nachzugucken bei den nächsten beiden Endgegnern. So. Ja. Naja, bei mir speichere ich auch nicht mehr. Lässt du mich jetzt durch? Jetzt lässt du mich durch. Jetzt sind wir hier zuklotzen, die sollen mitkämpfen. Ja, die hätten schon längst die anderen beiden, das kümmern sie sich. Gehen da und klotzen hier zu und die anderen beiden lassen sie nicht rankommen. Ja, hier war da noch einer, oder? Ja. Sieht man ja schon, da schwebt irgendwas hier, schwarzer Punkt, also hier sein Schatten hier. Und der ist immer besser, wenn man ihn ausschaltet, der macht neue Gegner hier, der zweite Mann. Wenn jetzt hier weitergeht, also ich lasse mal die anderen da kämpfen. Ich guck erstmal hier, hier wäre es wahrscheinlich auch weitergegangen. Aber ich guck erstmal nach rechts, also hier von hier, wo ich gerade bin, nach rechts. Ja, hier wäre es auch, also hier kommt wahrscheinlich der nächste entgegen. Habe ich ja eben gesagt, Sonnenkicken und Lava trocken, also jetzt beides killte Magie. Gegen Rich ist einfach mal hier.
die Wichser hier, die ihre Kuchengabel reinschmeißen. Sind eh wieder da, wenn ich wieder rauskomme. Da ist es doch. Aber ich gehe hoch, da sieht man es besser. Ja, aber jetzt sieht man es auch gut. Ja, wenn sie mal. Das nehme ich natürlich Eis, also Kältemagie. Ja, das ist aber das Musik, der erlaubt ist. Also da ist er auf dem Bildbereich, ich muss schon mal sehen, runter, das nervt. Ja. Wenn der Gegner, also auch die kleineren Gegner hier, nicht nur die Endgegner, wenn der Gegner wie das jetzt außerhalb vom fürs Spiel sichtbaren Bereich springt. Also wir sehen es noch, aber der Spieler kennt es nicht mehr, also es ist außerhalb vom sichtbaren Bildbereich und dann kann es nicht anvisieren hier, also mit Magie. Dann verweigert mir die Magie, dass ich sie einsetzen kann. Also Magie weiß dann nicht, gegen welchen Gegner es gerichtet sein soll. Wahrscheinlich geht es hier hoch, wenn hier eine Treppe war, ja. Und wahrscheinlich auch da drüben hier. Ja, also hier geht es weiter oder hier, ich gucke jetzt mal da rein, vielleicht finde ich ja noch was. Nee, also ich dachte hinten war eine Tür, allerdings auch mal so eindeutig mit die Treppe da rum. Deswegen mache ich heute kleine Endgegner, die kleinen Gegner ja nicht, weil die sind eh wieder da, nachdem ich einen Endgegner gemacht habe. Nein, nicht schon. Aufpassen hier, dass meine beiden Begleiter mir erfolgen hier. Ja, gut, dann eingemacht. Ne? Gespensterkunden hier, die können wir eben mit Waffe nicht erwischen. Also sehe ich jetzt gar nicht ein, warum ich bei denen mit Magie mich beschäftigen soll. Na, hier haben wir es eben gehört. Also Lava Drachen, also auch wieder Eismagie. Er lässt mich halt vorher mal speichern hinterher. Also das ist so schön. Ja. Also die Gegner wären trotzdem weg, die Endgegner, wenn ich jetzt hier nochmal rausgehen würde. Also komplett wegfliegen würde hier mit einer Vulkaninsel. Aber so hat man es halt auch einfacher, wenn man zwischendurch gespeichert hat. Also nicht die Gegner, die Endgegner wären dann irgendwann einmal weg, wenn man sie einmal besiegt hat. Und hier ist klar, hier wird wahrscheinlich der nächste Endgegner kommen. Der ist aber schön. Hochziehen, das ist auch besser zu sehen. Ist. Und dasselbe Spiel in Grün, also klein mit Kälte vollknallen hier. Ja, manchmal drücke ich schneller als hier das Spiel hinterher kommt. Ging es halt von anderen Spielen anders gewählt halt. Ja, das war's schon also. Ich will halt manchmal schneller sein als das Spiel es mir ermöglicht. Also ich bin dann etwas ungeduldig. Also nicht ungeduldig, aber.
Ich habe halt gar keine Chance, dass der Gegner eine Möglichkeit hat, möglicherweise einen Angriff zu starten. Also ich will ihn einfach vollknallen. Ich habe keinen Bock, dass der Gegner die Möglichkeit hat, einen Angriff zu starten. Nicht, ich habe keine Chance. Macht halt einfach mehr Spaß, also wenn ich ihn gar nicht erst dazu kommen lasse, wenn ich ihn einfach vollmülle. Hier geht es wahrscheinlich auch durch, oder? Ne, also ich muss wieder raus hier. Das meine ich, die sind eh wieder da, also warum soll ich die auf dem Weg zum Endgegner killen und jetzt nochmal killen, außer dass halt möglicherweise was verloren hätten hier, also Sachen gepoppt hätten. Hätte ich ja den Kampf jetzt ohnehin zweimal geführt. Wenn jetzt dasselbe Spiel in Grün das Tor sagt, wollte er nochmal speichern, dann mache ich natürlich und dann lässt er mich durch. Hätte mich ja durchgelassen, wenn ich gesagt hätte, nein, dann speichern wir. Moment, jetzt muss ich nachgucken, wie die nächsten beiden heißen, da kann ich mir auch ein Ding denken, Donnermutant und Donnerdrachen. Ja, da gehe ich davon aus, Erdmagie, also hier Schlammbombe oder irgendwas. Einfach ausprobieren. Also so schwer war es gar nicht, ich habe es eigentlich langwierig in Erinnerung. Wahrscheinlich habe ich damals noch nicht die optimalen Waffen dafür gekannt, also die optimale Gegenstrategie. Ja, jetzt kann ich nicht die Mixer hier machen, damit ihr einen Kuchen laufen. Ich wundere mich, warum hier die Gespenster nicht irgendeinen Angriff starten hier, warum die nur versuchen, mich zu verlieren. Ja, schmeißt er immer noch, also er ist noch nicht dort hier, da ist er doch. Ja, man denkt immer, man hat schon, aber hat er gesehen, also er macht einen Angriff. Jetzt. Ja, die versuchen halt immer noch zu Gespenst drücken, also entweder hier, ich gehe mal genau hier, hier oben. Erklärt eigentlich den Tomaten mein erster Schalten hier, der produziert wieder diese Eagle Feature hier. Also immer aus denen erschalten der neue Gegner entstehen lässt. Habe ich mich jetzt einmal verbrennt, bis so weit über. Kenne ich halt alles, also ist mir wurscht. Daneben stehen, die sollen mitmachen. Hier, Peppo ist nicht dazu klötzen. Nee, den eigentlich immer ausschalten, bevor der neue Gegner entstehen ist. Komm, ich mache euch extra Platz. Ja, also, ich bin schon richtig, denke ich. Ich soll töten und nicht mehr zuklatschen. Ne? Ich dachte hier, der Igel ist runter und kommt jetzt irgendwo wieder raus. Also. Hier unten wäre ein Weg gewesen, selber hier wahrscheinlich. Hier wäre wahrscheinlich ein Durchgang gewesen, aber ich gehe mal wieder raus, da oben geht's weiter. Ich schätze mal, hier ist der richtige. Ach ja. Bin ich wegen dem zurück? Ich bin aus dem Auto.
Entweder hier oder oben. Ausprobieren. Ja, also war korrekt. Probieren wir meine Erdbeer hier, also dass die Schlampe unter der Öffnung ist. Kreuzschläge, voller Mutant. Probieren. Also, das hat wirklich abgezogen, also wahrscheinlich doch eine Erdmagie. Ja, jetzt war blöd, das. Muss ich kurz warten, bis es sich wieder materialisiert. So, Moment. Testen. Also, das eine war nur eins, also halt wenig abgezogen, dass er noch besser effektiver ist. Ja, doch, das hat gut abgezogen, also das ist effektiver. Also, sehr gespielt im Grün, aber voll Spam. Der Riechster muss nicht irgendwo gegen andere starten, hier einfach draufschneiden. Wie lange sich mit dem aufhalten, aber auch mit allem, was man heute mitnimmt. Ihr macht Spaß, auch wenn es langweilig ist. Und für Zuschauer ist es langweilig halt. Richtig schön fies und unfair. Ja, keine Ahnung, wie viel ich gebraucht habe. Also vorher habe ich ja eine verschwendet, weil ich nicht genau wusste, was ist effektiv. Hätte ich bei dem Blitzding hier keinen Schub, hätte ich da schon eine Flamme genommen, hätte ich wahrscheinlich nur drei gebraucht. Naja, also jetzt weiß ich es, jetzt probiere ich beim nächsten Ding natürlich auch wieder keinen Schub. Also auch eine Erdmagie. Ich schätze mal wieder zurück oder hier oben aus. Ja, probieren wir hier oben aus. Ich kann nicht sparen, ich muss eh wahrscheinlich dann wieder den Weg zurück, aber ich mach's halt mal. Ja, wenn man einmal die Sache beim Blumen raus hat. Aber für Leute, die halt nicht schieben, wäre es komplizierter jetzt gewesen. Die hätten dann immer zwischendurch dumm dargestellten, weil irgendwann geht ja das Zeug aus hier, wo man Magie und so. Sei denn, ich hätte die Magie abgezogen und hätte meine eigene Magie und mein eigenes Leben aufgefrischt. Dann ist es natürlich einfacher. Also, dass einem nicht hier Sachen ausgehen, wo man wollen ist und solche Sachen. Ja, also das letzte, also nochmal ein Trocken jetzt. Wahrscheinlich auch Schlammbombe. Ja, dann machen wir das mal. Jetzt sollte die Kunden auf dem Weg dahin sparen eigentlich, aber ja, ich mach's halt auch mal Spaß. Problem einen Sekunde. Ich lasse mal hier die anderen beiden den Pilz erledigen. Und wenn man wollten wir eh noch eine Kippe machen hier vom letzten Endgegner, glaube ich, das war der letzte Endgegner. Wenn man die Möglichkeit hat, dass man seine Magie also hier im Gegner wieder Magie abzieht, dass die Magie nicht leer wird. Kann man halt hier auch schön auf dem Weg zum Endgegner, wenn die noch relativ weit unten ist, Magie gegen die Kleinen hier verwenden. Also bis die Magie zum Nachladen, also die Sachen fast verbraucht werden und dann halt beim Endgegner sich wieder die Magie zurückholen, also tricksen. Aber halt nicht wirklich in Cheat, also egal tricksen, was das Spiel einem erlaubt. Da kann man es halt schön vorher aufleveln. Umso höher die Magie ist, die man dann sowieso beim Endgegner benutzt, umso schneller geht es ja. Also am besten vorher aufleveln hier. Kleinen Gegner mit der Magie vollknallen. Dass die schon mal relativ weit oben ist in der Stärke. Und dann halt sich die verbrauchte Energie, Magie oder Energie beim Endgegner wieder zurückholt, bevor man
endgültig tötet. Das ist halt auch sehr effektiv. Und nebenbei, wie ich es am liebsten spiele, feige, fies hinter, also nicht feige, klar bin ich feige, wenn ich cheate, aber ich sehe das nicht als feige, also ich mache mir halt einfach einen Spaß draus. Aber fies und hinterhältig hier. Drauf. Auch nicht lange rumfabbeln. Ja, also hier ist man irgendwas in der Kolben mitprobiert. So, jetzt dachte ich draufkommen, hier ist immer noch was, hier sieht man ja Schatten schon. Hier eine Truhe, die vor mir abgehalten ist. Also hier hätte ich heute nicht gefunden, was man sonst noch beim Wucherkater bekommt. Und dasselbe in Grün. Wenn ich die etwas höher bekomme, dann besser ein Bild hat. So. Und ihr wahrscheinlich voll melden. Ja, hat gut abgezogen, also hier. Und mal das Hover-Level ist automatisch wieder rausgeschrieben. Nein. Warum sollte erst irgendwo den Gegner anzustarten, aber vorhin nehmen? Diese Barriere hier, das ist sie. Ja, gut, also. Ich hätte mal noch besser Scherben gesehen. Also, es war gar nicht mehr nötig, dass ich ihn besser ins Bild hole. Macht doch Spaß, oder? Also, ich find's lustig. Dabei, der war's. Hier von, keine Ahnung, 6 Sets, die jetzt hintereinander, glaube gekühlt werden mussten, 6 Endgegner. Ich habe nur bei einem irgendwas gelesen, dass der irgendwas versucht hat. Alle anderen kamen gar nicht mehr dazu. Die waren teilweise noch nicht mal richtig, wie sagt man, aktiviert, also, als sie gerade einen Angriff starten wollten, die waren komplett vollkommen überrascht. Einfach rein, aufknallen, aus, fertig. Und ich finde es lustig, also mir macht Spaß. So, ich muss kurz überlegen. Ja, wahrscheinlich auch wieder raus, also nochmal zu dem Tor jetzt. Oder war hier irgendwas? Ja, ich glaube, jetzt kann ich hier außen rumlaufen. Oh ne, ich muss da nochmal zurück. Und ja, nochmal Spaß hier mit Magie voll scheiße. Halt den eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich erst den Gemeinden meinen. Hier steht er unten. Ich habe schon wieder neue Igel jetzt produziert. Jetzt kann ich hier, wenn ich zum Beispiel mein Deck ist, jetzt kann ich nochmal sinnlos hier machen. Ja, jetzt ist aber da also abgefüllt hier. Ja. Ja, nein, das ist schon ganz toll. Ach, da war er noch. Ja, jetzt haben die anderen nicht gefüllt für mich. Haben, da habe ich jetzt den Weg komplett. Ja, hier ist das Tor. Also jetzt geht's weiter. Ja, komm. Ja. Natürlich. Ich gucke aber nochmal Spaß. Also vielleicht habe ich ja doch einen vergessen. Ja, also das waren alle hier. Ja. Jetzt kann ich meine kompletten Magie hier auf Level 8 aufstufen. Also ich kann raus, also ich bin fertig hier. Jetzt beginnt die eigentliche meine Festung. Ich überlege gerade, ob ich nochmal eine Pause mache oder ob ich sie gleich mache, mein Schluss. Ach, jetzt bin ich einmal in Stimmung, also jetzt mache ich einfach weiter. Aber vorher tue ich natürlich nochmal zwischenspeichern, also nicht nur hier, sondern da, wo ich jetzt meine, wie sag mal, Waffenobst wieder. Ja, erstmal das hier.
Ja, komm, mach mal einfach. Lange wird mich jetzt schon wieder, jetzt war ich mal in Stimmung, jetzt muss ich das wieder abwarten, also gleich mache ich dann noch meine Pause. Ich mache das ja ein relativ kurzes Video. Jetzt labert er hier, dass der Baum hier seine Mutter ist, da hinten der meiner Baum, und auch das ist jetzt alles nur Schnickschnack, also Pillepalle. Ich wollte eigentlich killen, aber er ist halt, also es ist halt mehr für ein Spiel für Kinder, jetzt kommt halt erstmal hier was Herzerwärmendes. Ja. Die Festung hat gerade einen Baum zerstört und der Baum schon redet mit mir, und weit war der meiner Baum hier die Mutter hier von Jungen, also alte total krank, absurd. Ich trinke Texte so schnell. Aber ich habe ja das Gröbste eigentlich erzählt, also selbst wenn ich jetzt den Text so schnell weggedrückt habe. Sie hätten es langsamer gedrückt. Ja, bla bla bla, also der Baum ist seine Mutter gewesen. Ja. Dann rumzuflennen, Mama, also kindgerecht halt. Jetzt hat er das meiner Schwert, aber er kann es erst am Schluss kurz vor dem Treffen aktivieren, hier mit den beiden Weibern hier, also mit der Hilfe von dem Magie hier Harzinger. Also Baummagie. Ja, Mama! Ich meine, okay, also. Es soll halt, also damals war es halt für Kinder. Ist ja heute noch für Kinder, aber. Mittlerweile sind ja die Kinder, also die das damals schon gespielt haben. Ich weniger, also ich war damals auch schon eher älter. Mittlerweile interessiert das keinen mehr, wirklich.
Mami hier. Also. Ich überlege gerade. Ich war damals ungefähr 25, also mich hat es damals schon nicht mehr großartig interessiert. Also das ist halt wirklich mehr, was Kinder ansprechen soll. Auch hier das traurige Ende dann. Also ich freue mich, das noch nicht, das traurige Ende. Mich hält es halt jetzt gerade auf, wo ich jetzt gerade schlimmer war, weiterhin zu morden, zu killen. Also vielleicht mache ich da nochmal eine Pause. Gegenseitig jetzt erstmal Mut zu bekommen. So, jetzt kann ich wieder den Drachen holen. Ich glaube, wenn ich hier rumlaufe, hier gab es nichts zu entdecken. Hier irgendwie verweigert mit der Baum auch, dass ich komplett weiterlaufen kann. Also ich kann ja hier auf der Stelle rumlaufen, rumtreten. Ja, also da geht es nicht weiter. Da geht es nicht weiter. Also ich muss den Drachen holen hier. Hier sieht man halt grob, also die Bäume stumpf, dass der Baum zerstört worden ist. Also, ich fliege jetzt natürlich mit der Goldfestung, Goldinsel, durch die ganzen Waffenbox, meine Waffen aufleveln. Dann werde ich wahrscheinlich dann noch meine Pause machen. Ich habe mich jetzt schon wieder in meinem, wie sagt man, Elan, dass ich klar weiter kämpfen wollte, habe ich jetzt schon wieder ein bisschen abgeturnt. Man kann es halt nicht überspringen, also auch wenn ich es nicht aufgenommen hätte, ich könnte es nicht überspringen, also ich musste mal warten hier, bis es weiterging. Der Text hat teilweise sich in die Aufgaben. Also ich hätte es ohnehin nicht überspringen können, dann wäre es auch nicht im letzten Jahr sein Video zu sehen gewesen. Ja, gut, ich hab's schon gehört. Also hier irgendeine grüne Stelle am besten landen, nicht auf Gebäuden oder so, da geht der Rauch nicht runter. Ja, also alle Waffen jetzt auf die letzte Endwaffe, also bis auf das Schwert dann natürlich. Jetzt kommt das zum Schluss. Das ist eigentlich ein meiner Schwert. Jetzt ist es halt ein Drachentöter, also sagt ja schon der Name. Sehr gutes Schwert jetzt, aber halt noch nicht das Optimum vom Schwert. Schleimbeil und jetzt ist es ein. Mensch, geht doch mal raus hier. Jetzt ist eine Steinachs. Aber ich eh nicht so gut wie alle haben schon gehabt, nicht benutzt zu spielen, also Seitwärtsbogen. Das ist ein Dornbumerang. Harpune, also aus dem Speer habe ich auch nie benutzt. Also das wäre ein Drachentöter gewesen, das Schwert. Die Axt wäre eine Steinachs gewesen und meine Lanze wäre eine Drachenlanze gewesen. Also hier, man sieht sie. Mädchen trägt das Schwert, also jetzt Drachentöter, also Optimum. Er trägt die Lanze hier, der Junge, also Drachenlanze, und sie hat halt eine Steinaxt. Aber wie gesagt, ich glaube, die wird nochmal verbessert. Also ich kriege noch Orks in der Festung. Deswegen werde ich dann auch bei den Endgegnern nochmal rausgehen aus der Festung, wegfliegen hier, Waffen, ich sag mal, auffrischen lassen und dann. Aber jetzt hat mich halt bitte hier das Palala. Mit dem Baum, der ganze Laberei, da habe ich jetzt schon wieder ein bisschen abgehört. Ja.
Also wahrscheinlich mache ich da noch mal eine Pause. Aber das ist halt jetzt ein relativ kurzes Video. Es musste halt sein, also es ging nicht unmittelbar, wie ich geklappt habe, in meiner Festung weiter. Also in meiner Festung wird das nächste Video und möglicherweise die beiden letzten Gegner, Tantalus und der Drache, das allerletzte Video. Ich habe ja schon einige Videos gemacht, wo ich viel reingepackt habe in ein Video. Müssen ja nicht alle riesig werden. Okay. Sieht man es auch, alles was grau ist, ist gemacht. Also man kann alle Waffen durchchecken. Also es dürfte eigentlich nichts mehr kommen, bis auf die Festung, wo man dann mal Obst bekommt. Ja, also, ich habe alle Waffen. Natürlich wird nochmal gespeichert. Klar, dann kenne ich ja nochmal, aber wie gesagt, ist eigentlich wurscht. Gefunden habe ich nichts, gell? Ja. Moment, ich gehe nochmal in das Geschäft hier. Also hier Sachen, die ich hätte wieder kopieren können. Die haben nur Honig und so Mist ausgespuckt. Also hätte ich Jacke brauchen können, aber ich ja nicht. Die haben halt keine Klamotten oder Ausrüstung ausgespuckt, die ich da hätte jetzt verscherbeln können. Nein, hier war das Hotel. Wo waren die da hinten? Also. Ja, ich glaube, die haben nichts ausgespuckt, also was ich jetzt verkaufen kann. Ja. Halt, ich darf nicht, ich will ganz raus. Gut, also speichere ich ab und mache jetzt mal Schluss. Ist das halt ein kurzes Video, aber es gehört halt auch mit dazu. Ah, ich kann nochmal Spaß. Kann mir egal sein, also ich bin ja nicht das Geld hier angewiesen. Kunde beginne ich genau jetzt, also beende ich jetzt genau da, wo ich gestartet habe, also hier, wo sie gerade gepennt haben, hier. Die tanzen jetzt auf der Stelle rum, gleich wieder, ne, hier. Naja, diesmal stehen sie halt neben mir. Ja, hast du gesehen, beim letzten Video haben sie hier neben dem Bett auf der Stelle rumgetanzt. Ich habe da halb auf dem Bett gesessen, diesmal ist es halt leicht verändert, aber im Grunde ist es fast genauso, wie ich jetzt gestartet habe. Gut, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Also, das wahrscheinlich mache ich so. Ich gehe in die Festung, mache die beiden ersten Endgegner, gehe raus, tue hier meine Orks einlösen. Beim letzten bekomme ich keine Orks mehr, bin ich mir eigentlich fast sicher. Also hier Tantalus und dann halt der Drache bekomme ich ja ohnehin nichts mehr. Bei Tantalus hätte ich auch nochmal speichern können. Also muss man halt aufpassen, dass man nicht aussehen falsch. Wie sagt man, da gibt es so zwei Botenplatten, die eine führt dann wieder zurück, also da kann man nochmal raus, die andere führt dann direkt zu meiner Drache. Dass man nicht auf die falsche tritt, damit es dann nicht doch weitergeht. Also deswegen habe ich überlegt, ich tue es doch aufteilen. Kann aber sehen, ich trete auch aus Versehen dann auf die falsche. Jetzt, wenn ich dann noch einen Orb kriege beim vorletzten Gegner, das ist eigentlich weiter schlimm, also wenn ich die nicht mehr eingelöst habe, es wird eh nur Rot sein, also nicht unbedingt eine Waffe, die ich unbedingt auf dem höchsten Stand brauche. Gezeigt habe ich eigentlich alles, also was ich zeigen wollte, auch das, was leider dann gefehlt hat. Ich musste ja zwischendurch tricksen, da musste den gespeicherten Spielstand mir besorgen, wo ich hier vom Spiel aus hängen geblieben bin, was partout nicht weiterging. Werde ich so machen, also auf das Video folgen jetzt noch zwei meiner Festung und beim letzten dann halt Drache und wahrscheinlich der Endgegner vor dem Drachen. Okay, ich habe viel Spaß, dass mal wenn das jetzt auch ist. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, also ist noch relativ kurz, also im Vergleich zu anderen Videos von mir. Ciao.